Da haben wir La Pavoni Euro Piccola. Der Oberteil ist von einer alten La Pavoni, geschätzt 70er Jahre. Man sieht es daran, dass da noch eine Metallfassung von dem Glasröhrli hat. Die neuen haben Kunststoff. Und der Verschluss ist sehr wertig, mit Messing gewinnt. Und jetzt tue ich mal im Tässli ein bisschen Wasser drin. Das mache ich mal heiß. Jetzt zum Tässli vorwärmen. Dann tue ich einmal Siebtragen und Sieb, das ist super. Ich tue noch wieder mal reinigen. Dann nehme ich einmal Wasser durchlassen zum Siebtragen und Sieb vorwärmen. In der Kaffeemühle habe ich Bonga Bonga von Café Pur. Ich tue eigentlich sehr oft Kaffeesorten wechseln. Ich habe selten mehr als einmal die gleiche drin. Wenn ich durchprobieren kann, muss ich halt jedes Mal den Mahlgrad, kann ich da den Mühle verstellen, muss ich den Mahlgrad anpassen, damit das wieder stimmt. Jetzt tue ich eben das Baumwolle ein bisschen abtrocknen. Ich benutze jetzt das Einzelsieb. Ich habe mich auf das Einzelsieb eingestellt. Man kann das Doppelsieb brauchen, dann wird auch der ganze Böck etwas tiefer sein für einen Kaffee. Und dann kann ich relativ gut füllen, aber nicht gerade übertrieben. Mit dem selber gemachten Temper kann ich das ein bisschen glatt streichen. Ein bisschen drüllen. Und dann tue ich mit einem satten Druck das abdrucken und aufpassen, dass ich gerade bin. Den Rest kann man auch etwas abwitzeln. Jetzt kann ich das Wasser ausleeren vom Tassli. Dann beim Einsetzen vom Siebträger ziehe ich den Hebel auf, aber noch nicht ganz, dass das Wasser nicht gerade rausspritzt. Klicke ein. Das ist, damit es kein Vakuum gibt. Vom Kolben aufziehen. Jetzt gehe ich ganz auf. Jetzt füllt es meine Kammer mit Wasser. Ich lasse hier eine Vorinfusion ein paar Sekunden dauern. Man sieht schon, es fängt schon ein bisschen an zu tröpfeln. Und jetzt tue ich mit einem gleichmäßigen Druck den Kaffee durchdrücken. Man sieht, wie sich das schlängelt, wie sich verschiedenfarbig daher zu flüssen kommt. Das ist ein gutes Zeichen. Schauen wir uns den Kaffee an. Es hat Crema, ein bisschen verschiedene Tees. Und wenn man die schwenkt, dann reißt sie nicht ein. Das heisst, sie ist nicht gerade zu heiß geworden und ist auch nicht zu hell, dass sie zu weiss wäre. Wenn ich fertig bin, kann ich eigentlich den Siebträger ausklicken. Und sehen, das ist ja, ein bisschen feucht, aber nicht gerade nass. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Dann kann ich das ein bisschen rausputzen, mit meinem Pinsel unten ein bisschen rausputzen. Dann muss ich es mal so durchspülen. Das sind mal die gröbsten Reste von da oben, das sind mal hier im Sieb. Es ist noch zu erwähnen, dass ich das Einersieb benutze. Mit dem Zweiersieb ist eigentlich der ganze Böck etwas weiter unten. Würde es etwas besser gehen, aber ich bin eigentlich für den Einer einfach eingestellt. Und jetzt tue ich eigentlich mit dem lockeren Siebträger noch einmal durchspülen. Zum richtigen noch durchspülen. Ihr seht, da kommt auch noch etwas mit.
Schluss dann einfach nochmal zur Kontrolle. Spüre nochmal durch. Schaue es nochmal an. Sehen, es hat ziemlich keine Reste mehr drin. Und jetzt ist es eigentlich fertig und ist eigentlich bereit für den nächsten Tag, zum wieder Kaffee trinken.